Hey meine neugierigen Freunde, als ich im Jahr 2017 auf den Kapverden Urlaub gemacht habe und wir einen Ausflug zu einer entlegenen Bucht gemacht haben, habe ich schon aus der Ferne voller Vorfreude auf den Strand geblickt. Doch eine Sache irritierte mich ein wenig, denn es schien, als würde dort am Ufer Schnee liegen, was bei den tropischen Temperaturen ja eigentlich unmöglich sein sollte. Und als ich näher kam, bestätigte sich dies auch. Denn es handelte sich dabei nicht um Schnee, sondern um einen riesigen Teppich aus Plastikmüll, hauptsächlich bestehend aus Plastikflaschen, die in der Sonne so reflektierten, dass es von der Ferne so aussah, als würde dort Schnee liegen. Ich war absolut schockiert. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so viel Plastikmüll geballt an einem Fleck gesehen habe. Und mir wurde das wahre Ausmaß des Plastikmüllproblems so richtig bewusst. Jedes Jahr gelangen unglaubliche 9 Millionen Tonnen Plastik in die Ozeane. Und insgesamt sollen mittlerweile bereits über 100 Millionen Tonnen in den Ozeanen schwimmen. Plastik ist nicht biologisch abbaubar, was bedeutet, dass jedes Stück Plastik, das jemals in die Ozeane gelangte, immer noch irgendwo dort draußen ist. Nach einer gewissen Zeit zerfällt das Plastik aufgrund von Sonneneinstrahlung und Meersalz zu sogenanntem Mikroplastik. Kleine und große Plastikteile gefährden massiv unsere Tierwelt und unser Ökosystem. Und ihr wisst, wie sehr ich die Tierwelt in unseren Ozeanen liebe. Es ist an der Zeit zu handeln. Und ich bin froh, dass sich Organisationen wie The Ocean Cleanup und Ocean Conservancy der Aufgabe gestellt haben, die Ozeane vom Plastikmüll zu befreien. The Ocean Cleanup hat spezielle Einfangsysteme entwickelt, die den Plastikmüll einsammeln, der an der Meeresoberfläche bis in einigen Metern Tiefe treibt. Und das im offenen Meer genauso wie in Flüssen, die ins Meer münden. Das gesammelte Plastik wird anschließend anständig recycelt. Ocean Conservancy hat seine Kompetenz hauptsächlich in der Entfernung von sogenannten Geisternetzen. Das sind verloren gegangene Fischernetze, in denen sich unzählige Meerestiere verfangen und zu Tode kommen. Des Weiteren sammelt Ocean Conservancy mit Hilfe von freiwilligen Helfern Plastikabfälle, die an Strände angespült werden. Zusammen haben sie nun die Aktion #TeamSeas ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, bis zum 1. Januar 2022 insgesamt 30 Millionen Dollar einzusammeln. Jeder einzelne Dollar ermöglicht es, jeweils ein Pfund Plastikmüll aus den Ozeanen zu entfernen. Das heißt, insgesamt können mit dieser Aktion 30 Millionen Pfund Plastik entfernt werden. Das sind etwa 13.600 Tonnen. Ich werde diese Aktion, die zu den bisher größten Clean-Up-Aktionen der Geschichte gehört, unterstützen. Auf der Webseite von Team Seas unter teamseas.org, die ihr hier seht, kann man einen Betrag spenden und sehen, wie viel insgesamt schon eingesammelt wurde. Momentan sind das schon fast 14 Millionen Dollar. Ich gehe mal beispielhaft mit 100 Dollar voran und würde damit gerne eine Challenge für uns als Community eröffnen. Wenn wir es gemeinsam schaffen, 20.000 Dollar zu spenden, mit denen dann fast 10 Tonnen Plastikmüll aus den Ozeanen entfernt werden können, dann spende ich zum Schluss nochmal 100 Dollar. Meint ihr, wir schaffen das? Dazu müssten zum Beispiel 2.000 Leute jeweils nur 10 Dollar oder 1.000 Leute jeweils nur 20 Dollar spenden. Oder 200 Leute so wie ich jeweils 100 Dollar. Ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube an euch. Damit ich das Ganze zusammenzählen kann, schreibt mir gern den Betrag, den ihr gespendet habt, hier in die Kommentare. Ich würde euch bitten, keine Zahlen zu erfinden. Ich vertraue euch hierbei. Wenn ihr größere Beträge spendet, dann könnt ihr mir davon gern auch einen Screenshot bei Instagram unter @neugierzone oder per E-Mail an info@neugierzone.de schicken. Den Link zur Webseite von Team Seas findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Und verbreitet natürlich gern den #TeamSeas oder dieses Video auf euren sozialen Netzwerken. All das hilft die Ocean Cleanup und Ocean Conservancy, um weiter bestehen zu bleiben und weitermachen zu können. Diese Cleanup-Aktion ist laut den beiden Organisationen nämlich erst der Anfang. Die Mission zur Befreiung der Ozeane vom Plastikmüll hat nun richtig begonnen. Ich freue mich sehr darauf, was wir gemeinsam schaffen und bewegen können. Lasst uns dabei helfen, den Ozean zu retten. Ich danke euch. Wenn ihr ein weiteres Video von mir über Plastikmüll sehen wollt, dann schaut gerne das hier angezeigte Video an, in dem es darum geht, ob Plastikmüll am Meeresgrund womöglich sogar ewig bestehen bleibt. Danke nochmal, vor allem an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.